herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Origins. Warum flüster ich? Ganz einfach, es ist mitten in der Nacht. Wir müssen also... dürfen also Leute nicht aufwecken. Jo, also, wie gesagt, herzlich willkommen zu Assassin's Creed Origins. Schön, dass ihr dabei seid und wir machen heute weiter mit der nächsten Nebenquest. Wir sind bald... wie viel haben wir denn überhaupt? 15. Wir sind jetzt über 14. So, ich muss mich natürlich ein bisschen jetzt... Aua. Naja, ja, ja. Phylakis. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Den habe ich jetzt nicht gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das war, klar, das war der Außenseiter, aber... Phylakis? Was war das jetzt für eine Nummer? Okay. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, den wimmelst du gerade mal kurz eben weg, aber nein. Was war das denn? Ich wollte den eigentlich jetzt gerade mal kurz eben wegmümmeln, aber nö, das dachte er, sagt das Spiel. Nö. Why not? Ja, es wird wahrscheinlich jetzt die vorletzte oder letzte Nebenquest sein, damit wir dann irgendwann weitermachen können mit der nächsten Hauptmission und damit lernen wir das Serapeum kennen. So. Warte mal kurz, ich muss mal kurz da eben schauen, wo da ist, wo was ist. Da ist irgendwas. Bruder Serapis, bist du so barmherzig wie am Mond? Willkommen, Bruder. Moin. Danke, Priester. Schön, dass die Ägypter zurückkommen. Seit mein Trommler eingesperrt wurde, ist es hier ruhig. Die Stille ist bemerkenswert. Ein Gerber ließ ihn verhaften. Er wirft ihm vor, ein wertvolles nubisches Löwenfell aus der Küpe gestohlen zu haben. Dabei hat er für ihn gearbeitet. Tragisch. Er ist ein aufrichtiger Mann. Überlass die Sache mir, Priester. Magi, mein Trommler ist im Kibotas-Arsenal in der Nähe der Bibliothek. Serapis sei mit dir. Und mit euch, Priester. So. So zu der Versuch. Hä? Muss ich denn erzählen? Muss ich denn erzählen? Der hat mir die Mission rausgenommen. Finde und rette den Trommler. So, jetzt. Oh, oh. Glückwunsch. Der Trommler.
Der Trommler befindet sich im Arsenal wirklich des Serapeums. Ich bin mir aber versichert, dass wir noch keine. Oder Gegner? Ich wollte gerade sagen, da sind bestimmt ein paar Gegner dabei. Nee, es ist ein King, aber es ist Level 11. Das sind. Ist das nicht nur der Hauptmann? Nein. Level 9. Das ist auf jeden Fall eine Harpune, das ist gut. Sind das nicht nur die Paar? Das ist in der Aufzeichnung ziemlich Pipifax. Na, schauen wir. Aha. Wollen wir greifen mal an hier. Na dann. Aber es ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen muss, ey, das muss jetzt übel, das ist übel schwer. Weil, wie gesagt, A, sind wir drei Level drüber. Das war leider beim Hauptmann. Gut, das ist eine 10er-Mission, abgesehen davon. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ach, was. Verdammt, was? Dich schlitze ich auf! Sag mal, sie faxen jetzt? Egal. Das ist ein bisschen Verstärkung, macht mir jetzt, glaube ich, ehrlich gesagt nicht viel aus. Ich glaube, da draußen ist irgendwas. Pass auf! Uns überrumpelt heute nichts. Was? So, den geplündert. Hey, was ist da? Ich schlitze dich auf. Phylakis, willst du mich flachsen jetzt? Könnt die Säcke euch nicht eigentlich schon mal verziehen mal? Ja! Ja! So viel zum Thema! Wo ist der? Ernsthaft jetzt? So viel zum Thema! Ja, ich dachte, das wird schon ein Pipifax, ne? Das war kein Problem. Aber wenn der Phylakis da oben nicht noch in der Nähe wäre, der darf ich jetzt mit. Jetzt zum Thema, ey.
Das ist immer total toll. Ja, das ist ja auch ein übelster Brocken, der Typ. Ich stelle jetzt das mal. Sei denn, der kriegt jetzt. Ich reiß das hin. Ja, gut, okay. Wir haben mir klar, dass er den nicht kriegt. Das soll sich mal verpissen, da der Typ. Alter. Das kannst du nicht sehen, Bastard. Hast du die natürlich aufgeschreckt, weil sie wissen, wo ich stecke? Der soll mal sich verziehen, bitte, gerade, der Typ, der, weil der mir gerade ein bisschen auf den Senkel geht hier. So, ja, jetzt war ein bisschen. War jetzt ein bisschen schneller, damit ich die zwei wegholen kann. Keine Munition mehr, leg mich doch. Weil der dich jetzt natürlich mit in diese Mission einmischt, dass ich nicht weitermachen kann. Kann ich nicht weiter Munition holen? Ist keine Munition. Ah, gebe ich keine Munition mehr da? Angeblich keine Munition mehr da. Das ist immer total toll. Ich bin schneller als du.
Jetzt habe ich den. What? Oh, Alter. Ja, Wasser! Er tauft! Ich kann nichts machen gerade. Könnte seinen Ton ganz genüsslich in Szene setzen, aber ich habe Besseres zu tun. Der Typ geht mir ein bisschen auf den Senkel. Ich habe aber den Hauptmann gekillt. Das ist erstmal das Wichtigste. Dieser Typ geht mir. So klar, Spawner müsste erstmal 10 Kilometer weg oder was? Aber ich glaube, ich habe den Hauptmann sowieso getötet schon. Ah, die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Naja, die Wachen sind, interessieren mich herzlich wenig. So, sollte den Haar anhören, hä? Dann gebe ich heute den Hauptmann. Ich würde nur gerade mal ganz kurz eben mich an den Typen da anschleichen. Also es ist halt toll, dass hier so ein überstarker Gegner im Flug ist, aber das ist nicht mal... Halt! Bleib stehen! Das war eigentlich die Absicht, denn mein Charakter hat sich noch ein bisschen dämlich angestellt. So. Sollen sie mal ruhig ihre Verstärkung rufen. So, jetzt muss ich natürlich, ich bin natürlich immer noch ein bisschen dran hier, ne? Ich habe nicht gesehen, dass das zu dritt sind.
Ich flachse jetzt? Willst du mich flachsen jetzt? Warum? Ey, wieso komme ich nicht wieder hoch? Ja, das. Warum spawnt ihr eigentlich immer so? Ich übertreib's gerade so ein bisschen nicht. Ich mach's mir gerade viel zu schwer. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ja, natürlich. Das ist der Hauptmann. Okay. Ich mache das einfach gerade viel zu schwer, das Leben. Das ist der Typ, okay. Habe ich die Falle schon gelegt? Also ist die Falle noch aktiviert? Schade, das war so ein bisschen das Gedankenspiel, das ich... Wie sind die komisch? Wie sind die Waffe? Das klingt nach Ärger. Hier stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Philos. Die da oben, ne? Hey! Da! Das war's. Ja, super. Hey, was? Scheiße, ich wollte die Wache war. Das ist kurz gerade so schwer das Leben, ey. Das ist wie gesagt, du eigentlich eine 10er-Mission, du spielst die gar nicht. Ach Mann! Jetzt habe ich aber Glück gehabt. Ich würde sagen, wir brennen jetzt nicht mehr. Was? Ich schlitze dich auf! So. So, der ist weg. So, ich muss jetzt natürlich erstmal die Typen da einzeln holen. Gute Nacht.
Das ist der. Vorteil ist, dass dieser komische Hampelmann nicht mehr in der Nähe ist. Jetzt oder was? Oder gibt es noch mehr jetzt von euch? Ja, nee, das will ich nicht. Haben wir jetzt doch alle? Haben wir jetzt alle oder kommt da jetzt irgendwie noch mehr? So, jetzt haben wir zumindest mal Ruhe. So, jetzt haben wir. Ja, Großer! Du siehst aus wie jemand, der schwer tragen kann. Um genau zu sein. Ich kann mir irgendwie nicht helfen. Du bist sehr fröhlich für jemanden, der nicht laufen kann. Du scherzt, oder? Das ist der beste Tag meines Lebens. Mein Fuß kommt den Gerber teuer zu stehen. Deine Gesundheit ist sicher mehr wert. Wenn ich nichts beweisen kann, hast du recht. Aber hier kommst du ins Spiel, mein Freund. Kann ich hier, muss ich denn hier raus mit dem? Sorry, dass ich gerade hier beide ein bisschen Kohle mitnehme. Ich bin da jetzt gerade. Ich werde hier wahrscheinlich zwei Folgen draus machen müssen. So. So, jetzt bist du halt der Typ aus dem... Ich soll mit dir sprechen. Was ich tun könnte. Die wahren Diebe finden natürlich. Bring das Feld zurück und wasch meinen Namen rein. Und wer hat es gestohlen? Ich drehte mich nur einen Moment von dem Löwenfell weg und ein Bandit griff zu und lief davon. Ich verlor ihn aus den Augen. Es passierte im ägyptischen Viertel. Die Wache gab natürlich mir die Schuld. Man hat es nicht leicht als Ägypter in Alexandria. Dann werde ich es finden. Na los, hol das Fell. Ich komme durch. Ich muss mich nur ein bisschen ausruhen. Dann werde ich den Priester treffen. Wasch meinen Namen rein. Ja, und da wir hier so lange schon gebraucht haben, vermutlich werde ich hier schon zwei Folgen draus machen müssen. Aber das hängen wir nicht noch mit hin. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Jetzt mit Assassin's Creed Origins. Das passt tatsächlich so gerade noch in eine Folge. Also haben wir, das machen jetzt tun wir uns erstmal in der nächsten dieser Folge hier das Löwenfell. Das Löwenfell müssen wir noch holen. So, Missionszelle in der Nähe. Ist schon in der Nähe. Okay. Das ist hier vorne oder? Die Banditen halten sich im ägyptischen Viertel auf. Wie gesagt, das ist eigentlich eine Zählermission. Ja, so sieht es doch aus. Das ist nicht so viel.
Sind das nur vier? Sehe ich das richtig? Ja, fünf vielleicht. Ja, so viel sind es tatsächlich nicht. So, den lassen wir jetzt erstmal gerade kurz mal machen. So, ich muss wahrscheinlich erstmal hoch rüber. Ich mach das von oben weg, weil das ist mir am liebsten. Weil ich. Der Kerber hat uns belogen. Das Fell ist wertlos. Du kennst die Griechen. Wenigstens was. Stirb, du Sei! Hab ich dich! Seht nur, der Kerl trägt ein Magi-Abzeichen. Was tot ist, sollte tot bleiben. Du hältst dich für stark? Dir werde ich's zeigen. Stirb endlich! Dafür schlag ich dich tot! Ich bring dich um! Alarm! Angriff! Dafür bist du tot schon mal, mein Freund. Warte mal. Kannst du mal mich bitte jetzt in Ruhe lassen? Dafür lass ich dich leiden. Das hätte ich, ja, glaube ich, eher weniger. So, noch einer von euch, oder was? Geh mir mal bitte jetzt gerade nicht auf den Sack. So, wenn ihr mich jetzt mal nicht in Ruhe lassen würdet, dann kann er nicht mal kurz den Tod hier von dem Typen bestätigen. Arme Tier. Blau ist keine Farbe für einen Löwen. So, haben wir's. So, kehre zum Priester zurück. Dann machen wir das doch mal. Ah, es kann sogar sein, dass es gerade tatsächlich alles in eine Folge. Guck mal, wie lange wir das Ding haben. Wäre das Ding jetzt quasi eine eigenständige Folge? Oder wir hängen es hinten dran. Ist ein Dieb! Friede, Theon. So, dann bin ich wieder. Das Opfer hier! Mein Fell wurde gestohlen! Wenn du es zurück willst, zahlst du ihm eine Entschädigung. Und tust Buße, indem du vor Serapis niederkniest. Das ist deine Antwort, Priester? Erpressung? Na gut. Ich fürchte, Serapis und ich haben noch einen weiten Weg vor uns. Und dir wünsche ich eine gute Reise, Bruder. So, Serapis und die Götter, ja, das fangen wir noch hinten dran. So, wir haben noch wahrscheinlich zwei Missionchen, ne, zwei Missionen. Ich möchte Serapis weiter dienen, wenn Bedarf besteht. Es gibt da eine Sache. Soldaten haben unrechtmäßig Nahrung im Namen von Serapis beschlagnahmt. Sie treiben den Zehnten ein und nehmen das Doppelte für sich selbst. Dann bringen sie es zum Arsenal und teilen es mit den Philakitai. Jetzt hungert das Volk. Und es wird immer schlimmer. Keine Sorge, Priester. Ich lasse das Volk nicht verhungern. Ich werde unter den Menschen am Kai auf dich warten. Ein Zeh mit einem anderen Namen. Das ist eine, ist das eine Nebenquest oder ist das eine Hauptquest? Das ist eine Nebenquest. Okay, findet ihr den Karren nur. Wer nicht da irgendwie die Typen? Guck mal, so Aufrüstung. Schild. Super. Nichts wirklich Wichtiges.
So, dann gucken wir mal, was wir noch in unseren Quests haben. Hier hätten wir noch den Plagiator. Scheinbar haben wir nur noch den Plagiator erstmal. Das ist so ein gemachbaren. Der hier, der letzte Leibwächter. Alles klar, haben wir noch einen. Oh, der Typ gibt mir auf den Sack. Was sind das für Typen? Ach, das ist ein 20er. Ah, ich erklärt, warum der hier rumrennt. Also wenn wir Level 20 sind, können wir den tatsächlich erstmal, also, können wir den begegnen. Es sind mehrere von denen unterwegs, ne? Ptolemäus Faust. Okay, das sind nur die zwei. Also wenn wir 2022 sind, können wir tatsächlich mit den. Weißt du, hier sind nur zwei, ja? Können wir tatsächlich also mit den beiden, können wir es mit den Typen anlegen, aber ich mach das. Aber das lassen wir jetzt erstmal an dem beiseite. Also müssen wir den, sollten wir den Tutis erstmal aus dem Weg gehen. Gut. Ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Und sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann geht's weiter mit dem Plagiator. Bis dann. Tschüss.